In diesem kurzen Video möchte ich mal Tangram vorstellen. Tangram ist eine Art Webbrowser, ähnlich wie von Peppermint Ice oder von Linux Mint die Web-Apps. Tangram ist aber mehr ein Browser, in dem man seine Lieblingsseiten oder Anwendungen, wo man hin möchte, ja wie in einer Übersicht als Lesezeichen speichern kann. Schauen wir uns das Ganze mal an. Tangram ist eine GNOME-App, also für GNOME-Oberflächen im Normalfall, auch im normalen Software-Store oder in den Paketmanagern vorhanden. Ich habe mir das Ganze einfach mal über FlatHub installiert. Das Installieren ist relativ einfach. Im Moment habe ich Mangaia GNOME verwendet. Das FlatHub installieren wir im Terminal bei Mangaia. Bei anderen Distributionen funktioniert das dann einfach auf Install und kann dann das Ganze über das GNOME Software Center installieren. Ansonsten kopieren wir uns hier den entsprechenden Befehl raus, fügen diesen im Terminal ein und starten dann entweder mit dem Befehl unter run, Flatpak, oder aber dann spätestens nach einem Neustart, je nachdem, übers normale Anwendungsmenü Tangram. Jetzt schauen wir uns Tangram mal an. Ich habe schon mal vorsichtshalber zwei probiert. Macht das Ganze mal größer. Und wir haben dann, jetzt in der virtuellen Maschine ist die Auflösung nicht ganz so gut. Normalerweise kommen die Einträge hier gestochen scharf. Tangram pinnt im Endeffekt die einzelnen Seiten oder Links zu den Seiten immer auf der linken Seite an. Je nachdem, wie viel man hinzufügt, desto mehr Einträge kommen hier. Wir können hier mal spaßeshalber einen hinzufügen. Man klickt oben einfach auf das Plus, gibt jetzt hier die entsprechende Adresse ein. Dann würde ich sagen, nehme ich jetzt hier einfach mal FlatHub. FlatHub einfügen, die Internetadresse einfügen. Klickt hier oben rechts auf Done. Dann kommt schon der Eintrag, kann man es selber noch korrigieren, wenn man etwas dazu schreiben möchte oder etwas ändern möchte, klickt auf Speichern und schon haben wir einen Eintrag. Und eigentlich wie so ein Internetbrowser, mal seine Lieblingsseiten kann man hier eintragen und einfach per Mausklick dann immer starten. Also man muss hier nicht extra Lesezeichen anlegen oder im Endeffekt ähnlich wie bei Lesezeichen, nur hat man dann seine Lieblingsseiten, Programme, wo auch immer man hin muss, hin möchte, hat man dann hier in die Einträge vorhanden. Ist ein schönes, einfaches Programm, gerade unter GNOME. Es ist eine GNOME-App. Starten wir mal schnell nochmal den Firefox-Browser. Habe ich die Seite schon mal offen. Bei GNOME als Zirkel-App. Und als Zirkel-App findet man auch den Tangram. Das war nur mal ein kurzes Video. Ich möchte mich übrigens bedanken beim letzten Video für Alternativen von Solos. Ich habe einige E-Mails bekommen, einige Vorschläge, was ich mal ausprobieren sollte und aber auch möchte. Ich werde mir mal eine Distro nach der anderen ansehen und mal schauen, ob etwas dabei ist als Alternative zu Solos. Das war's in dem kurzen Video schon. Vielen Dank fürs Zusehen.